Willkommen zu meinem Update-Video über unser neues Haus in Dubai. Heute möchte ich über einige Herausforderungen sprechen, denen wir in unserem neuen Haus begegnet sind. Bitte beachtet, dass ich einige Details und einige Videos einblenden werde, die teils sehr unangenehm sein könnten, insbesondere für diejenigen mit einem empfindlichen Magen. Deshalb die nächsten 15 Sekunden am besten vorspulen. Leider verfolgt uns die wortwörtlich. Ich habe es auf jeden Fall sehr schnell entdeckt, dass es aus unserer Abstellkammer kommt. Ich habe die Tür geöffnet, habe festgestellt, so 1,5 bis 2 cm voller Fäkalienwasser hat sich dort gesammelt. Das Problem wiederum war, wir hatten so viele Gegenstände dort. Wir hatten Umzugskartons, wir hatten Kartons für uns, Elektrogeräten, Fernseher, Staubroboter und viele andere Sachen, die im Endeffekt voll versifft waren. Dann kommt noch hinzu, dass wir an dem Tag wirklich sehr, sehr starken Regen hatten. Für Dubai-Verhältnisse sehr stark. Ihr müsst wissen, in Dubai regnet es die letzte Zeit öfter, weil man hier künstlichen Regen erzeugt. Dazu wird ein anderes Video folgen, aber kurz zusammengefasst, man erzeugt hier künstlichen Regen. Und dieser Regen ist halt für Dubai-Verhältnisse viel. Die Straßen, die Abwassersysteme, Kanalisation hier sind dem nicht ausgelegt, denn Dubai ist ein sehr heißes Land. Früher hat es auch sehr selten hier geregnet. Dementsprechend hat man diese Systeme, diese Rohre, diese Leitungen hier nicht verlegen müssen. Und es ist erst neu im Kommen, dass alle neuen Straßen, die jetzt gebaut werden, diese Abwasserkanalsysteme und diese Auffangbecken haben. Worauf ich hinaus möchte. An dem Tag hat es, wie gesagt, so stark geregnet, dass zum einen die Handwerker es nicht geschafft haben, hierher zu fahren. Aufgrund des Staus, aufgrund dessen, dass deren Fahrzeug irgendwie abgewürgt ist im Hochwasser. Was dazu geführt hat, dass wir das alles selber reinigen mussten. Ich bin jetzt auch nicht pingelig. Man musste halt anpacken. Hier seht ihr ein paar Szenen, wie es da aussah. Wir waren wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt, das alles zu reinigen. Ihr seht, ich bin pitchnass gewesen, wirklich im ganzen Körper, denn ich musste die ganzen Sachen nach draußen tragen. Einige Sachen, die mussten gerettet werden, die habe ich draußen schnell mit dem Schlauch abgewaschen. Was hinzukommt, dadurch, dass es so stark geregnet hat, hat es bei uns reingeregnet. In unserem Haupteingang seht ihr es, über unserer Eingangstür haben wir 4 große Fenster und 2 davon sind undicht. Von dort floss wieder Wasser rein. Dadurch, dass es kontinuierlich reinkam und ständig und der Regen nicht nur 5 Minuten angedauert hat, sondern teils Stunden, hat sich das ganze Wasser bei uns im Flur unten gesammelt. Zusätzlich haben wir gemerkt, dass unsere Eingangstür undicht ist. Kommen wir unserem Problem zurück mit dem Abwasser. Es hat knapp 1,5 bis 2 Wochen gedauert, bis die Handwerker es geschafft haben, herzukommen und das Problem zu lösen. Viele, viele Handwerker, die hier sind, sind leider nicht die hellsten. Ich möchte den Leuten nicht zu nahe treten, aber für die Leute, die in Dubai leben, die wissen, was ich meine. Zum einen arbeiten sehr schlampig. Ihr müsst einfach über deren Schulter schauen, denn es wird sehr schlampig gearbeitet. Es wird sehr einfach gearbeitet. Es wird teilweise überhaupt nicht logisch gedacht, sondern Hauptsache machen. Und diese Truppe hat es dann nach knapp 3,5 Stunden gelöst. Das war auch wieder ein Kampf, aber egal. Ihr habt das Video gesehen. Ich zeige es nochmal. Nichts für die schwachen Nerven. Hier seht ihr wieder, wie viele Steine sich gesammelt haben und wie viel wieder im Endeffekt rauskam. So, zusätzlich zu den Problemen hatten wir vor unserem Haus einen komischen Gestank, hat nach Fäkalien gerochen. Diese Beschwerde hatten wir knapp 3 Wochen. Die Handwerker kamen an, haben dann diesen Gully gereinigt und haben festgestellt, dass da eine tote Ratte drin lag. Fragt mich nicht, wie die reinkam, aber es war wirklich widerlich. Das war irgendwie verknüpft zu unserem Haus. Die arbeiten hier katastrophal. In der Zeit, in der wir hier die Verstopfung hatten, konnten wir bei uns im Schlafzimmer die Toilette benutzen, Waschbecken und Dusche nicht. Bei mir wiederum konntest du im Büro die Toilette nicht nutzen, Waschbecken aber die Dusche schon. Im Gästezimmer bzw. im Kinderzimmer konntest du duschen, aber die Toilette und den Waschbecken nicht benutzen. Es ist wirklich so verwirrend, wie sie dieses Haus gebaut haben. Ich glaube,
Hauptsache die Rohre irgendwie zusammengeführt, da war die Logik einfach nicht mit dabei. Und das hat dazu geführt, dass wir knapp 1,5 Wochen das Problem hatten, nicht alle Toiletten nutzen zu können, nicht alle Duschen nutzen zu können. Unsere Tür unten ist immer noch undicht. Ich habe einiges probiert, habe selbstständig wirklich Materialien gekauft, Gummiabdichtung und viele andere Sachen gekauft, habe versucht, die Tür abzudichten, aber es bringt einfach nichts, denn die Tür, die sitzt einfach nicht richtig. Dann kommt hinzu, dass unsere Toiletten meistens nach Fäkalien riechen. Wird der eine oder andere meinen, es ist normal, wenn ihr auf Toilette geht, dass es halt nach Fäkalien riecht. Nein, es ist von Grund auf, du gehst morgens in die Toilette und die kommt dir einfach an Gestank ins Gesicht teilweise. So unangenehm. Dieser Gestank kommt, geht. Dann kommt es hinzu, bei Starkregen läuft es bei uns ins Haus. Nicht nur von der Tür, nicht nur vom Fenster, auch hier hinter mir, in der Toilette von meinem Office, läuft einfach die Decke runter. Ich werde die Szene jetzt auch nochmal einblenden. Frag mich nicht wie, aber das ist wohl in Dubai einfach gang und gäbe, dass man hier schlecht baut, die Qualität meistens grottenschlecht ist, sodass ihr einfach damit leben müsst, solche Probleme zu haben. Viel Spaß für Leute, die nach Dubai kommen. Insgesamt waren das jetzt einige Hürden seit unserem Einzug, aber wir arbeiten an dem Problem und ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren, was ihr von den ganzen Problemen haltet, was ihr machen würdet. Bis zum nächsten Video.